Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Wir spielen heute OU mit Staraptor. Danach fehlt nur noch Taubas. Ich wollte Taubas eigentlich erst zuerst machen, aber ein Staraptor-Team ist da, ein Taubas-Team nicht. Dieses Staraptor-Team kommt von, warte, ich mach Discord auf und find's raus. Das habe ich mir nämlich auf dem Discord, habe ich gefragt, kann mir jemand ein Team bauen? Da war Kated, war so freundlich, mir dieses Team hier zur Verfügung zu stellen. Sehr freundlich, dann muss ich kein eigenes Audio-Team bauen. Ich wollte ein Staraptor-Team bauen, aber es ging in meinem Kopf einfach nicht. Ich habe nichts Sinnvolles zustande bekommen. Jetzt habe ich das hier. Das hat einen Bandit Staraptor, so wie es sich gehört. Ein Brave Bird, Double Edge, Close Combat, U-Turn, lässt wenig Switch-Ins zu. Man kann theoretisch auch irgendwie Quick Attack über einem der Moves spielen. Funktioniert bestimmt auch, aber so haben wir halt einfach absolut Power. Leftovers Unaware Clef, super cool. Nimmt halt sowas, checkt halt einfach sowas wie Zygarde komplett. Und auch Manaphy hatte ich gerade in dem Testgame, das wollte Setup und dann dachte ich mir so, nö, Mann. Ich hab zwar, also wenn du durch Gastro dann durchbrichst, dann ist mir das egal, ich habe immer noch Clefable. So, Clefable macht seinen Job, fängt halt einiges ab. Heatran hat hier die Rocks dabei, auch Taunt, um Gegnerschutz, Sachen zu verhindern. Tornadus hat einen Rocky Helmet, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, kann ein Standardset sein, ich spiele halt einfach so gar keinen. Ich spiele halt eigentlich so gar keinen OU, also. Aber Rocky Helmet ist bestimmt cool gegen Lando. Alter, der hat ja... Stopp. So. Jetzt ist besser. So. dann haben wir hier Tapu-Lele mit dem Choice Scarf. Ist, glaube ich, Standard, das Set. Und Spedef Gastrodon. Leute, ich habe das gespielt, bevor es OU war. bevor es cool war. So. Suchen. Los geht's. Gastrodon ist halt cool für so Sachen wie Magier nach Tapu Koko. Und hier haben wir, ich weiß gar nicht, wie hoch ich im OU bin. Auf jeden Fall haben wir hier ein interessantes Game. Anders kann ich es, glaube ich, nicht nennen. Staraptor ist leider zu langsam für das Game. Was schade ist. Aber ich habe ja Tornadus. Tornadus macht, glaube ich, einen ganz guten Job hier. Lele sieht auch nicht schlecht aus. Dafür muss ich halt den Boy da loswerden und den da irgendwie downchippen. Dann macht das, glaube ich, einen guten Job. Ich weiß aber nicht mal, was ich lieben möchte. Weil ich glaube, der liebt einfach Mamoswine. Da spricht wenig gegen für ihn. Deswegen könnte ich Clefable lieben, aber ich glaube, Clefable will auch nicht. Ich glaube, Staraptor ist in Ordnung. Ja. Hallo, Mamoswine. So. Close Combat killt ihn zwar, aber ich glaube, Double Edge killt ihn auch. Lass mich den Kalk machen. Ich werde auf jeden Fall einen Eisstrahl leben. Und ich glaube nicht, dass es Scarf ist. Staraptor gegen Mamoswine. So. Eisschaden macht 87% und Double Edge killt den. Dann wäre ich zwar direkt mit Staraptor los, aber wie gesagt, Staraptor ist in dem Game nicht gut. Und so kriege ich halt, ja. Okay. Oh, der ist Sash. Ja, RIP Staraptor. Du stirbst danach zum Eisschaden. Jetzt kann ich überlegen, ob ich das Ding behalten möchte. Da nicht eh Eisschadet. Aber was wechsle ich denn da aus? Double Edge. Ich gehe auf Eisschatten Lele. Los geht's. Einfach auf Eisschatten Lele gehen. Pursuit Trap werde ich eh nicht. Das heißt, ich kann einfach immer einen Moonblast droppen. Also da in der Situation alles gut. Der kalt gerade, ob Eisschatten killt. Warte mal. Cancel, cancel, cancel. Wenn er nicht live auch ist. Killt Eisschat dann. Ist ein Roll. Aber ein Roll, die ich nicht eingehen muss. Ich habe einen Lele. Der überlegt ganz schön lange. Hat der überhaupt Eisschat? Jogs Earthquake Crash. Ich glaube, der hat keinen Eisschat. Double Edge. Der hat Eisschat. Aber ich habe die Roll überlebt. 56% wäre Minroll. Also nicht mal ganz Minroll und ich lebe sogar, Mann. Weil der nur 1% Schaden machen könnte. So. Ja, ich sehe nicht, warum er mich nicht einfach boxen sollte mit irgendwie Return oder so. Also Double Edge ich einfach nochmal. Fake Out, okay. So, rein mit Tornadus. Nee, Tornadus ist zu langsam. Aber Tornadus lebt. Ich könnte Hurricane. Ich möchte aber eigentlich gerne defoggen. Bring Tornadus rein. Und gehe einfach mal für den Defog. Sollte er dich dazu entscheiden, mich aus Hintergrund anzugreifen, kann ich immer noch ein Clefable wechseln. Okay, Thunderous kommt rein. Du bist nicht Defiant. Genau. Wäre komisch gewesen. So, und du solltest definitiv langsamer sein. Du bist niemals Scarf Thunderous. Also hole ich mir den U-Turn-Chip nochmal ab.
Geht in Manaphy, da ist es auch geil, dass ich geturnt habe, weil das gibt mir erstmal Chip und Switch Advantage. Dann könnte ich in Gastrodon reingehen. Und einfach mal ein Toxic abwerfen, glaube ich. Er hat Energy Ball, okay, lebe ich. Toxic raus, der ist live auf Manaphy. So, Gastrodon ist eigentlich trotzdem cool. Dazu habe ich Wechsel in Clefable. Clefable kann Wish passen und ja, Tail Glow ist gar kein Problem für mich. Ja, gehen wir für Wish. Scald. Ah, der Burn wird jetzt doof. So. Gastrodon da drin bleiben. Ich glaube, ich möchte in Gastrodon gehen, weil Gastrodon hochheilen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oh. Perfekt. Gastrodon ist hochgeheilt. Der kann jetzt auf jeden Fall nochmal gegen Thundurus reinkommen. Und gegen das Jachi kann ich Earthquaken. U-Turn draus. Ja, ist denn alles okay. U-Turn, was du willst. Manaphy ist down. Tot durch Earthquake. So. Was willst du jetzt reinbringen, hä? Was willst du reinbringen? Ist jetzt schade, dass Staraptor direkt gestorben ist. Staraptor hat in dem Game eh nicht viel gemacht. Also ist das eigentlich in Ordnung. Das hätte ich in dem Game hier eh nicht showcasen können. Und das, ich kann da nichts machen, Mann. Kann man nichts machen. Hallo, Lopunny. Wie geht es Ihnen? So, ich mag mein Gastrodon. Ich wechsle in Tornadus. Nee. Oder? Also irgendwas muss ich abwerfen. Ich könnte Heatran gehen und dann Lele weg. Ich gehe in Tornadus, dann wechsle ich in Heatran aus. Also ich pivot jetzt in Tornadus, gehe dann in Heatran und danach kann ich auf den High Jump Kick rauswechseln auf meinen Lele. Das ist jetzt der Plan. Einmal komplett außen um das Lopunny rumspielen. Hallo Lopunny, High Jump Kick aufgegessen. Jockey Helmet Damage bekommen, raus in Heatran, weil der drückt jetzt alles außer High Jump Kick. Und sollte aus irgendeinem Grund auswechseln und kann Heatran da auch mitleben. Also das sollte hier völlig in Ordnung gehen. Und dann muss ich halt gucken, dass ich den richtigen, dass ich den Switch auf Lele hinbekomme. Es ist halt immer so die Gefahr, wenn er meinen Plan riecht, was halt gut sein kann, weil ich switche jetzt hier 30 Mal in alle Richtungen. Ne? Irgendwann muss er das riechen. Ich glaube, das ist Scarf Jachi. Das mag ich eigentlich nicht so. Das heißt, ich brauche mein Heatran auf jeden Fall für Jachi. Aber Tornadus kann da auch einen Job machen. Einfach wegen Rocky Handed. Also das sollte da klar gehen, hoffentlich. Aber er braucht gerade ganz schön lange. Ich mache meine eigene Musik ein bisschen leiser. So. Ice Punch. Kein Freeze. Danke. So, raus auf Lele. Doppelele. Hoffentlich geht das. Wenn er jetzt Return drückt, dann muss ich dann aus Lele rauswechseln. Ich könnte auch wieder rauf auf Tornadus. Aber das ist, nee, das ist mir zu riskant. Da gewinne ich nichts bei. Quick Attack. Okay. Warum? Legitim. Warum? Oh, lol. Der hat ja nur High Jump, Kick und Ice Punch. Fake Out, Quick Attack. Lol. Okay. Okay. Ich Moonblaste jetzt. Jachi nimmt immerhin Damage. 25% kann man mal nehmen. Und dann gehe ich jetzt auf Tornadus für den geilen Damage, den er dann durch Rocky Helm mitnimmt. Das mag ich dann. Rocky Helmet auf Jachi ist cool. Der braucht aber halt echt immer ganz schön lange für seine Züge. Der überlegt hier ganz schön lange. Aber der ist auch in einer sehr blöden Situation gerade. Der wird gerade ein bisschen auseinandergenommen. Das ist auch ein bisschen schwer zu kommentieren, weil es passiert halt so gar nichts. Und ja, da kann man dann halt immer wenig zu sagen. Ich kann halt seine Plays durchgehen. Seine Plays sind Iron Head ist eine Möglichkeit, U-Turn ist eine Möglichkeit. Bei beiden nimmt er Rocky Helmet Damage. Was kann er noch haben? Der könnte Hardstamp oder sein Headbutt haben, das könnte er auch drücken. Ja, könnte er machen. Iron Head, 36% und Rocky Helmet.
Gehe ich jetzt für U-Turn oder switche ich Hard Heatran? Ich glaube, ich switche Hard Heatran. Ich möchte nicht, dass mein Tornadus hier unnötig mehr Damage nimmt, als es nehmen müsste. Ich möchte das gerne später nochmal in Jachi einwechseln und ich denke mal, er wird jetzt eh auswechseln. Ich könnte auch für Knockoff gehen. Ich versuche mal einen Knockoff zu kriegen. Ich versuche es einfach mal. Okay, er flincht mich. Sollte er. Tut er nicht. Oh, das ist ein totes Jachi. Ja, 60% Flinch-Chance, ne? So, aber jetzt ist Tornadus halt low. Und der Pursuit trappt mich jetzt mit seinem... Oder auch nicht. Dann lass es halt. Dann lass es. Clefable brauche ich nicht. Kann ich abwerfen. Und er misst den halt Jump Kick. So, da kann mein Clefable halt auch nichts. Außer halt Jump Kicken. Boah, ich hab gewonnen. Das ist schön. Also. Und ich bin auf, ja, 1400, ja, bin ziemlich low. Aber es ist in Ordnung. Für OU ist das halt echt low. Weil bei OU, wie weit geht denn da die Loader da? Bis 1500? Irgendwie sowas. Halitz. Der hat Steel-Types bis zum geht nicht mehr, nämlich zwei Stück. Der hat einen Greninja, das hoffentlich von Gastrodon ein bisschen abgefangen wird. Das Greninja ist so ein Monster, dass ich halt auf Staraptor vielleicht über Quick Attack nachdenken würde. Brave Bird von Staraptor wird auf jeden Fall wehtun. Ich sehe auf jeden Fall nichts, was er einwechseln möchte. Der ist einfach reckless, der Brave Bird. Na, da muss er immer aufpassen. Double Edge kann man genauso gut natürlich drücken. Ne? Macht dann, glaube ich, wenig Unterschied gegen das Team. Ne, Brave Bird ist besser wegen Scizor. So, möchte ich jetzt Tornadus leaden? Ich glaube, Tornadus gibt einen ganz guten Lead her. Heatran. Okay. Da gehe ich erstmal für einen Knockoff für die Leftovers. Okay, der ist Stelium Z oder sowas. Ich möchte nicht in Gastrodon gehen, der könnte auch Grassium Z sein. Ich gehe mal für einen Defog. Earth Power. Hat Heatran predicted, okay. In was U-turnt man denn da? Gegen ein Heatran. Ich brauche meinen Gastrodon halt irgendwie so ein bisschen, ne? Ich könnte mal versuchen, Staraptor reinzubekommen. Der ist halt Z-Move. Der könnte Stelium Z sein. Würde Tornadus denn Stelium Z essen? Tornadus. Therion gegen Heatran. Falsches Heatran Set. Nehmen wir mal erstmal den Z-Move Trapper und dann geben wir ihm Flash Cannon. Da ist nämlich das richtige Set. Machen da ein Set draus. So, Z-Flash Cannon. 93% Max, ja. Bleibe ich noch einmal drin. Hurricane gemisst. Okay, das ist jetzt doof. Holt sich neue Rocks. Ich defog nochmal. Dass ich einfach den Hurricane trotz Evasion Drop gemisst habe. Okay. Der ist auf jeden Fall hier, um meinen Gastrodon zu trappen. Dann U-turn ich jetzt mal raus. Von ihm kommen wahrscheinlich Rocks. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal auf Gastrodon raus. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal Magma Storm kommt. Dreck. Ja, RIP Gastrodon. Ich wollte jetzt halt den Z-Move danach abfangen. Aber so wird das nichts. Tschüss, Gastrodon. RIP. So, bestes Mon gegen Greninja verloren. Was ich halt vorhatte, war Gastrodon gehen. Auf Earth Power oder noch, auf nochmal Jocks und dann den Double auf Heatran pullen. Hat jetzt nicht funktioniert. Gehe ich jetzt auf Staraptor? Killt Staraptor den jetzt? Mit Brave Bird? Ich glaube nicht, ne? Staraptor. Ich muss dann für Close Combat gehen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Möchte ich für Close Combat gehen? Möchte ich nicht lieber einen Switch-Out predicten? Der hat immerhin noch sein Lando. Ich könnte einfach mal auf einen geilen Brave Bird klicken. Hallo Lando. Bam. Ist der offensiv? Also ist der Scarf? Weil der hat ja auf jeden Fall keine Jocks. Landris. Choice Scarf. Könnte das Scarf-Set sein. Ich gehe mal auf Tornadus raus. Explosion. Okay, RIP Tornadus. Das ist doof. Hätte ich lieber meinen Staraptor verloren. Gegen eine Scarf Explosion. Ich muss jetzt das Heatran und das Scizor loswerden. Erstmal Heatran. Gehe ich wieder Staraptor. Staraptor kannst du einen Zygarde killen.
Nee, ich gehe raus in Lille. Dappolele. Hallo Seigert. So, der geht jetzt safe raus auf Heatran, verliert da absolut gar nichts bei und deswegen bringe ich meinen Staraptor wieder rein. Was? Was? Kann mir das bitte einer erklären? Warum hat er jetzt geklärt? Lebt er denn ein? Oh, der ist figi. Lebt er denn Moonblast? Tapu Lele. Nehmen wir mal an, wie das Max HP, ja, dann lebt er. Also wenn er Max HP ist, lebt er jetzt keinen mehr. So, rein mit Heatran, ich drück nochmal auf Moonblast. Also ich drück jetzt mal auf Moonblast, aber der sollte einfach in Heatran gehen. Ja. Wie gehe ich jetzt mit diesem Heatran um? Clefable macht nichts. Ich muss mit meinem eigenen Heatran reingehen und den Earth powern. Aber ich kann Heatran nicht einwechseln. Ich glaube, das ist verloren, einfach weil ich nicht durch Heatran breche. Er hat Heatran ausgewechselt. Okay. Knockt mein Heatran. Nee, das ist verloren. Das brauche ich gar nicht versuchen, da komme ich nicht durch. Nächster Kampf. Nee, das ist doof. Der Glare kam unerwartet. So, und die Explosion war auch böse. Der hat Kokolucha. Der hat auch viel zu viele Steel-Types wieder für mich. Staraptor ist zu langsam in dem Matchup. Wobei, der ist Rocks Drill, also den outspeed ich, aber dann ist er wahrscheinlich Sash Drill, ne? Aber ich muss trotzdem Staraptor lieben gegen den. Gegen Sash Drill. Hans Moleman. Und dann gehe ich einfach für Double Edge. Ich meine, ich kill ihn mit Close Combat eh nicht, weil der ist Sash. Und zwei Double Edges killen auch und dann kriege ich keinen Death Drop und er hat weniger Switch-Ins. Könnte höchstens auf seinen Scissor gehen. Aber auch das nimmt Schaden. Warte mal. Ich wollte gerade doublen, aber zum Glück habe ich das nicht gemacht. So ist Hans Moleman jetzt mal down. Ich wollte jetzt gerade doch auch lieber auf Tornadus gehen, wenn ich jetzt das Scissor schon predikte. Dann kann ich da gleich reingehen und defoggen. Weil so kann er jetzt eine U-Turn raushauen. Ich gehe trotzdem auf Tornadus. Weil er wird jetzt hier halt U-Turn. Ja. Der ist Bandit. Tapu Keke. Rein mit Gastrodon. Aber es sollte U-Turn kommen. Dazzling Gleam. Okay. Ich glaube nicht, dass das dein Play war. Ich hau jetzt einen Scald raus. Burns sind immer cool. Hallo, Skizor. Kein Burn. Doof. Tornadus wechselt nicht nochmal ein. Weil Tornadus hat eben schon 31% genommen. Ich könnte Heatran gehen. Ich weiß auch, dass er definitiv nicht Bullet puncht. Ich könnte auch Clefable gehen. Ich glaube, ich möchte Heatran gehen. Weil Heatran brauche ich wirklich für gar nichts. Müssen wir zum Jocks legen. Hallo Seigard. Ja, du bist nicht broken. Hast du recht. Hast du in der Tat recht. Ich bringe jetzt meinen Clefable rein und dann gucken wir uns an, wie nicht broken du bist. 1000 Arrows. 48. Oh, der ist banded, oder? Der ist 30 mal banded. Protect. Wish. Hallo Scissor, so auf dir wird erstmal protected, du Band Scissor. Dann gucken wir erstmal, mit welchem Move du gehen möchtest. Knockoff. Okay. Sie Moves haben wir leider nicht. Ich glaube, ich nutze den Knockoff einfach mal, um dich selber zu Moonblasten. Wechselt aus auf Tapu Koko. Okay. 49%. Gehen wir mal für den Protect, einfach mal, um seinen Volt-Switch-U-Turn-Versuch abzufangen. Er hat auf jeden Fall Volt-Switch drauf. Möchte ich deswegen Gastrodon wechseln? Ja, ich möchte es mal versuchen. Und er versucht wieder zu Volt-Switchen. So können wir seine Turns verschwenden. Nochmal Scald. Burn ist immer cool. Hallo, Seigard. Wenn du jetzt brennen würdest, das wäre schon optimal. Würde ich feiern.
So, ich wechsle jetzt auf Tornadus, einfach weil ich... Nee. Clefable ist halt kein Switch-In. Ist Tornadus mein Play? Ich denke schon. Tornadus ist schneller, Tornadus kann... Fuck, Tornadus stirbt einfach. Ja, hätte ich irgendwie wissen müssen. So, jetzt kann ich wieder Clefable safe reinbringen und Clefable ist halt ein starker Boy in dem Matchup. Defog kriege ich jetzt halt nicht wieder raus, was kacke ist. Das ist richtig kacke. Außerdem war das, glaube ich, gerade nicht mein Play. Ich glaube, ich hätte gerade lieber in Steraptor gehen sollen und einfach mal Brave Burden für den Kill. Die sich dann nämlich bekommen. Das hier war ein schlechter Play. Clefable war ein richtig schlechter Play. Ich habe gerade meinen offensiven Pressure weggegeben. Thousand Arrows, jo, 51% in mein Gesicht rein. Würde ich jetzt Moonblasten? Nee. Nie. Hallo, Skizor. So, auf dir protecte ich jetzt trotzdem nochmal, weil du bist halt Bandit Scizor, ne? Sag mir, warum ich nicht auf dir protecten sollte. So, sein Play ist Bullet Punchen und dann gleich Doublen. Auf mein Heatran Switch. Glaube ich. Das ist so das, was ich denke, weil bei allem anderen habe ich keinen Grund, irgendwas zu machen, als drin zu bleiben und nur zu Moonblasten. Könnte auch Knock-Off, wenn er meine Leftovers loswerden möchte. Ist, glaube ich, auch ein Play. Weil damit bricht er mit Seigard durch. Bullet Punch. So, und jetzt ist sein Play auswechseln. Deswegen gehe ich jetzt für Toxic. Fuck, er ist drin geblieben. Fuck. Ja, ich hätte eh für Moonblast gehen sollen. Weiß nicht, warum ich getoxicked habe. Protect. So, ich habe Clefable trotzdem gerne noch, weil den kann ich nochmal hochheilen, wenn Scizor den falschen Move drückt. Raus in Lele. Auf den Budetto Banshee. Das ist alles eine ziemlich ungünstige Situation, in der wir uns hier befinden. Außerdem ist es echt warm hier. Ich könnte eigentlich nochmal angreifen. Tut mal auf Wish. Ich glaube, der rechnet jetzt damit, dass ich auswechsle. Weil ich habe einen Heatran, ich habe einen Lele. Er sollte safe mit einem Switch-Out rechnen. Und gegen was wish ich? Leute, gegen was wish ich? Außer gegen das Vieh selber. RIP. So. Rein mit Lele. Und Moonblast spammen, weil das gibt mir einen Kill. Ich kann auch Psychic spammen. Aber Moonblast spammen lässt Seigert danach nicht rein. Also spamme ich Moonblast. Und Bullet Punch trifft mich nicht im Psychic Terrain. Gebe mir einen Kill. Ich habe jetzt halt meinen defensiven Backbone gut wie verloren. Bis auf halt Gastrodon. Aber Gastrodon hilft mir auch nur gegen Coco. Garados, hallo. Du darfst erstmal Moonblast essen und ich glaube nicht, dass du zwei isst. Nee. Down. Coco. Ist mein Play jetzt Moonblasten? Ich glaube schon. Geht ins Scizor raus. So, er kann jetzt Bullet Punchen. Ich muss jetzt Heatran reinwerfen. Könnte auch U-Turn, wäre optimal für ihn. Ja. So, aber ich glaube halt Heatran ist schon geil. Ich muss Heatran gleich mal saven. Gegen Seigard. Außer er geht jetzt halt in sein Lucha-Ding da. In sein Lucha, da muss ich einfach draufhauen. Aber ich glaube, wenn er jetzt Lucha geht, habe ich eh verloren. Weil Acrobatics sollte mein Lele killen. Er geht aber in Not Drop. Okay. 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 Werfe ich dann Staraptor ab?
Oder werfe ich lieber Heatran ab? Ich glaube, ich werfe eher Staraptor ab, oder? Tschüss, Staraptor. Ja, weil Heatran halt Bullet Punch noch essen kann und dann muss ich weniger Mons sacken gegen die Bullet Punches. So, rein mit Lele, jetzt hole ich mir wieder den Kill ab. So, wenn er jetzt auswechselt in Coco, dann wäre das doof. Wechselt Scizor. So, die Sache mit Coco ist jetzt, ne? Er kann nicht hart rauswechseln. Deswegen gehe ich jetzt Gastrodon. Fuck. Fuck, ich dachte, er kann nicht hart rauswechseln, weil er sonst Moonblast mit Aulucha stirbt. Das ist jetzt Dreck. Okay, Scald. Er steht, ich brauche jetzt einen Burn. Habe ich nicht bekommen. Ja, dann RIP. Dann Aquabedeckt der jetzt mein Team tot. Was ich noch machen kann, ist in Heatran gehen und hoffen, dass sein High Jump Kick misst. Aber Gastrodon stirbt zu Aquabedics. Hau drauf. Hau drauf! Warum überlegst du? Ich mach den Timer an. Warum war der Timer überhaupt nicht an? Sag mir bitte, was du jetzt machen sollst, außer Aquabedics zu drücken. Warum solltest du mich nicht killen? Drück Aquabedics! Drück Aquabedics! Ja, Jump Kick. Okay. Dann drück nicht Aquabedics. Rein mit Heatran. Und wenn du dagegen eben nicht Aquabedics drücken willst, dann wirst du gegen Heatran das Recht nicht Aquabedics drücken. Der trifft auch einfach alle seine High Jump Kicks. Set live. So, Moonblast, der ist schneller als ich, der Aquabedics mich und RIP. Ja. RIP. Machst du nix. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt auswechselt. Das war eine 50-50. Entweder ich Moonblaster auf den. Und erwischt das Lucha auf den Switch. Oder, ne, ich wechsel aus auf die und mach das Electric Terrain nochmal weg. Das war eine 50-50. So. Ist das. Das ist Jane mit einem Flambirex. Okay. Weird. Staraptor Lead Kill oder? Ja. Staraptor Lead und den Kill mitnehmen. Politoed. So. Ja, Brave Bird. Der stirbt. Kannst mir nicht erzählen, dass er überlebt. Ich habe 120 Base Attack, Reckless, Brave Bird mit Choice Band. Und du bist nur ein Politoed. Ohne Drizzle bist du Pew. Was willst du machen? Garados. Ich glaube nicht, dass das der Switch-In ist. Flop. Ich glaube auch nicht, dass du Scarf bist. Minus 1 Attack und ich kriege immer noch keinen Switch in. Was hältst du davon? Ne, das ist Staraptor und seine Power. Schade, dass Staraptor im OU ist, wo es halt, ja, zu langsam für ist. Wäre es schneller, wäre es besser, aber. Das ist auch ein schöner Satz. Wäre schneller, wäre es besser. Ach was! Ne, aber 100 Base Speed ist dann doch ein bisschen wenig. Switch on Gastrodon und ich predict ein spezielles Dragonite. Ja, und Cherry Kane. Oh, der Specs. Der ist Specs, rein mit Heatran. Dragonite hat auch nicht so viel Special Attack, ne? Dragonite. Ah, der hat 100 Base. Das ist gar nicht mal wenig, warte mal. Wie ist der Tornadus? Okay, nee, dann ist der Specs. Dann ist der Specs. Glaube ich. Klingt auf jeden Fall so vom Damage Output her. Und ich möchte jetzt gar nicht hier drin bleiben in der Confusion und versuchen was zu machen. Ich brauche meinen Gastrodon. Es hat halt noch seine Multischuppe, das Ding, ne? So kann ich das nicht Brave Burn. So kann ich den nicht Brave Burn. Und der überlegt auch schon wieder lange rein mit dem Timer.
überlege gerade sogar, ob ich überhaupt diese live nehmen möchte. Einfach weil ich halt, ich bin mit meinem Commentary gerade nicht zufrieden. Es ist einfach zu warm. Es ist einfach zu warm für Commentary. Es geht nicht. Aber ich glaube, ich nehme sie trotzdem, einfach damit sie kommt. Ich glaube, viel besser wird das in der nächsten Zeit im Staraptor eh nicht mehr mit der Live. Also mit der Showdown-Aufnahme. Da behalte ich das lieber, glaube ich. Hey, Ed Watermess, drückst du bitte einen Move? Kannst du bitte einen Move drücken? Die helfen mir halt echt gar nicht mit ihren langen Überlegezeiten. Aber ich überlege selber manchmal so lange, also sollen sie ruhig machen. Aber das heißt nicht, dass mich das nicht selber nerven darf. Ich habe Octopath Traveler. Das ist ein ganz cooles Spiel. Oblivion ist schon ziemlich cool, aber seine Story gefällt mir auf jeden Fall am besten. Einfach, ich mag seinen Charakter so. Und ich mag, dass es einfach Instant Tournament gab. Das ist auch cool. Spoiler. Dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, die so, ja, die anderen Storys sind halt auch alle gut, aber halt eher so, okay, ne? Kann ich mir angucken. Ich überlege gerade, ob es irgendeine Story gibt, die mich einfach so überhaupt nicht interessiert. Also ich weiß, dass mich die Gameplay-Mechanik von Harnit einfach nur hart abfuckt in den Story-Abschnitten, wo man halt Leute provozieren muss und dann mit diesen Tieren draufwerfen muss. Weil das heißt erstmal vorher Tiere fahren, ja geil. Timet er jetzt echt einfach aus? Das wäre richtig traurig. Gibt es irgendeine Story, die mich halt einfach gar nicht interessiert? Ich glaube nicht. Die Story vom Apotheker ist halt recht, ja. Also, der hat ja nicht so ein wirkliches Ziel. Aber der Weg ist das Ziel, Leute. Der Weg ist das Ziel. So, da haben wir jetzt, das ist übrigens der letzte jetzt. Das sind 5 Mons, die man spielt und X-Bat. Bei Tornelis existiert halt, er macht halt irgendwie Ähnliches. So, so, und er hat auch das japanische Smiley-Schriftzeichen. Staraptor auch hier wieder deutlich zu langsam. Ich sag ja, 100 Base-Speed ist halt fürs OU nicht mehr genug. Möchte ich trotzdem Staraptor lieben. Oder ich glaube, Heatran ist halt ein besserer Lead. Aber ich glaube, ich mache ein Staraptor-Lead. Ja, hallo, Mammoswine. So, du bist nicht gescarft. Also heißt das für mich Doppelkante. Oder Brave Bird. Ist irrelevant. Ich drücke auf Double Edge. Hallo, Jachi. Du nimmst auch einfach 1 Million Schaden. 55%. So, wir wissen, wirklich, ob du offensiv bist. Ich wechsle in Tornadus auf den potenziellen Iron Head. Kommt da. Kriegst nochmal ein bisschen Rocky Helmet Damage. So, ich gehe auf U-Turn. Entweder bleibt drin und kriegt noch mehr Rocky Helmet Damage. Oder ich krieg den Switch out und kann raus U-Turn, was auch ziemlich geil ist. Kann mein Staraptor wieder reinholen. Und jetzt kriege ich einen Kill. Weil Staraptor immer noch schnell genug für den Gastrodon ist. Und die sind alles bedeff. Also, hier, ich könnte statt Double Edge einmal Brave Bird klicken. Wäre das nicht super? Ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Aber da hat keins von beiden einen Switch in. Die Sache ist halt, in dem Moment, in dem er Gastrodon abwirft, kann ich Staraptor auch auf keinen Mon mehr reinbringen. Einfach weil ich in Ice Shard Range bin. Oh, er behält das Ding. Das ist cool. Dann kann ich auf Gastrodon nochmal reinkommen. Und mir nochmal einen Kill abholen. Solange Gastrodon da ist, ist Staraptor ein Threat. So, ich gehe mein eigenes Gastrodon, um das genügend aufzuessen. So, ist das Specs Dark Pulse? 35% ist nicht Specs, oder? Gastrodon. Greninja. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Ash Green ist. Aber ist all out. Ich gebe ihm erstmal hier seinen Dark Pulse. Ist der Simo?
Nee, warte mal, ist der echt Specs? Ist das Ding einfach... Das Ding ist halt einfach so weak. Der ist Specs, Gwen. Okay. Dann sei mal Specs. Das ist mein Play. Ich will doch nicht Dark Pulse flinched werden. Was würde er auswechseln, wenn er auswechselt? Vielleicht auch Saat? Ich tue mal Toxic. Gastrodon, okay. Das ist okay. Den vergifte ich gerne. Es kann jetzt alles kommen, außer ein Scald. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Staraptor und hole mir einen Kill. Vielleicht kommt er selber mit Toxic. Er könnte Scald, wenn er die Switch prediktet. Das ist möglich. Okay, er hat's getan. Kriegt er einen Burn? Nein. Das heißt, ich kriege einen Kill. Das ist schön. Bob. Todes Gastrodon, Todes Staraptor. Aber Staraptor hat einen guten Job gemacht, dieses Game. Es hat einfach zwei Monster removed. Und eins davon hat Tornadus ein bisschen abgefangen. Und das andere hat Tapulele ab. Alter, Lele, holy shit. So, ich muss also nur noch Greninja loswerden und ich kann mit Moonblast durchgehen. Mit Psychic losgehen. Oder ich werde Crobat los und kann mit Moonblast durchgehen. Das ist cool. Wobei, wenn er sagt, why ist er nicht mit Moonblast? Psychic, also ich will lieber Greninja loswerden. So. Was bringe ich hier rein? Ich habe gar keinen Bock auf Mamoswine. Ich glaube, ich mache Clefable. Mamoswine. So, Moonblast, einfach Chip. Ich brauche den Chip-Damage, damit ich ihn später mit was killen kann. Kannst gerne Rocks legen. Ich will den Mamoswine-Chip. Den Mamoswine-Chip. Icicle Crash gemisst. Okay, das ist doof. Hätte wahrscheinlich Erdbeben drücken sollen, der Junge. Moonblast. Holt sich jetzt Rocks. Und ist jetzt low. Und ich gehe nochmal für Moonblast. Endeavor. Ist okay. Hätte ich eh nichts gegen machen können. Hallo Greninja, du bist Specs. Ich scoute mal, welchen Move du drückst. Dann kann ich je nachdem was reinbringen. Specs Gren gegen mich eine Fable mit Dark Pulse. Wie sieht's aus? Gegen Crobat. Okay. Eine Fable nimmt 26% von dem Dark Pulse. So, nochmal protecten. Hat ja gerade gefailt, der Protect, ne? Dann protecte ich mein Clefable einfach wieder hoch. Bis es HP hat. So. Brave Bird. Der könnte Seatrim predicten. Ich gehe mal auf Wish. Das fände ich schon witzig. Ja! Da hat er aufgegeben. Okay. Das war's. Hat ja nochmal mit was Coolem geendet. Wir sehen uns wann anders. Tschüss.